Am 24. Februar riefen Stefan Trautmann von der Initiative Jugendpakt an und Ines Schreiber von der Hilfsorganisation Soziale Aktion Sachsen zu einer gemeinsamen Solidaritätsaktion unter dem Motto Tag der Volksgemeinschaft ins mittelsächsische Döbeln. An diesem Tag drehte sich alles um deutsche Familien, deutsche Kinder, deutsche Bedürftige. Die genannten Initiativen sind Teil einer bundesweiten Kampagne namens Deutsche helfen Deutschen, ins Leben gerufen von der NPD. Letztlich ist es so, dass für die Deutschen nicht viel übrig bleibt. Ja? Also wir wollen die Lobby der Deutschen sein. Und wir wollen das nicht nur in der Art und Weise tun, dass wir schlaue Programme aufstellen, wo wir reinschreiben, wie wir uns eine Sozialpolitik vorstellen, die den Deutschen zugutekommt. Das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe, das programmatisch zu unterfüttern. Aber letztlich wollen wir natürlich auch etwas vorleben. Ja? Wir vertreten ein Ideal, das uns auch oft angekreidet wird, etwa das der Volksgemeinschaft. Darf ich? Bitte schön. Guten Appetit. Das Ideal der Volksgemeinschaft, dann muss man das auch mal vorleben, damit die Leute sich auch mal was darunter vorstellen können letztlich. Zur Unterstützung war an diesem Tag eigens der Europaabgeordnete der NPD Udo Vogt angereist, Spitzenkandidat zur Europawahl am 26. Mai. Eine Volksgemeinschaft, dort wo jeder für den anderen einsteht, wo man den Kontakt mit der Bevölkerung sucht, wo man Leuten in Not und in Gefahr hilft, nicht nur Ali und Mustafa, sondern sich dem eigenen Volk zuwendet. Das eigene Volk zuerst und dann kommen die anderen. Und das ist eine wichtige politische Aussage, meine Lebensdevise. Deswegen bin ich nationaler Politiker geworden. Gemeinsam mit Peter Schreiber, dem NPD-Spitzenkandidaten zur sächsischen Landtagswahl, ließ er es sich nicht nehmen, seinen Landsleuten die von fleißigen Helfern aus frischen Zutaten zubereitete Kartoffelsuppe auszugeben. Man spürt, hier ist Volksgemeinschaft nicht nur eine Phrase, hier wird sie gelebt. Die Leute brauchen das, wir haben hier einen Bedarf. Wie gesagt, es gibt Leute, die natürlich sehr gut geht, aber es gibt auch Leute, denen es nicht so gut geht. Während alle anderen nur reden, packen wir das an und wir zeigen mit unserer Gemeinschaft ja schon eine Solidarität. Und hier geht es auch nicht um Almosen geben, sondern einfach nur den Landwirten was wiedergeben für die Bevölkerung. Die Initiative Deutsche helfen Deutschen lebt vom Mitmachen und vom Engagement vieler. Die Gemeinschaft, die wir schaffen wollen, bedarf des ständigen Einsatzes, ob nun auf politischer Ebene, in den Parlamenten oder wie hier mittels praktischer Basisarbeit. Mit Herz und Verstand für Heimat und Land, sei auch du mit dabei. Denn bei einem Tag der Volksgemeinschaft darf es nicht bleiben.